Servus. Servus. Ja, ich bin's, auf dem Fahrrad. Ne? Heute mal ein bisschen anders unterwegs. Warum die Farbe? Passt da eigentlich ganz gut zu dem. Und ist auch original VW. Ehrlich? Ja. Abgefahren. Sehr. Dann erzähl mir noch mal so ein paar Sachen hier. Was mit den klassischen Rauchstellen, da wo die Blecher aufeinandertreffen? Alles gut? Alles vorgearbeitet? Das war bis hierhin fast komplett durchgerostet. Mhm. Also da steckten echt 400 Stunden. 400 Stunden nur in der Karosserie drin. Ich gebe ehrlich zu, der steht wirklich gut da. Also perfekt ist er noch lange nicht, aber für das Alter und dafür, dass wir den im Alltag auch nutzen wollen, war mir das ausreichend. Okay, also wenn ihr euch die drei Busse anguckt, dann achtet wirklich auf solche Blechpartien hier. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. An sich ist das Thema Rost beim T3e ein sehr ausgeprägtes Thema. Ja? Rosten kann er nämlich überall. Eine der wichtigen Stellen ist die D-Säule. Die D-Säule an sich braucht er in diesen Kühlluftöffnungen, weil der Motor nämlich hier unten drunter sitzt. Und wie soll der Motor sonst Luft kriegen? Bestimmt nicht vorne durch. Wenn hier Luft durch kann, dann da genauso gut Wasser durch. Und wenn hier Wasser unten drin liegt, ist das? Das ist bestimmt nicht gut für die ganzen Bleche. Das ist nämlich die nächste Stelle, nicht nur da oben, sondern hier unten. Fangen die nämlich auch ganz gerne an. Ganz genau, das resultiert nämlich daraus. Also wie gesagt, Roststellen, so typische Roststellen, die ich euch sagen kann, ist einmal vorne am Kühlergrill ist problematisch, die einzelnen Blechpartien, Reserverad oder Wagenheberaufnahmen, das ist so problematisch und hier unten in dem Bereich auch. Was hat er gelaufen jetzt? Kann ich dir nicht sagen, 400, 500.000. Brauchst du mir so eine Zahl um die Ohren mit 20 Mille haben für die Karre? Es ist doch völlig Latte, was der Motor gelaufen hat. Hauptsache, der läuft, oder? So, jetzt Tipp für euch. Es ist vollkommen Latte, ja? In den ganzen nächsten PS, wo ich folge, das ist vollkommen Latte, was der Motor gelaufen hat. Warum ist das Latte? 1,9er TDI? Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also der Lader? Ja. Und dann tauschst du halt den Lader, wenn der Fritte geht. Oh Gott. Mach mal anders. Oh Gott, sagt er. Ja, stimmt, wenn du 20 Mille kriegst, ist auch egal, ne? Kannst auch einen Lader wechseln. An sich ist so ein TDI immer eine sehr gute Wahl, weil wir haben einmal folgenden Vorteil. Der TDI entwickelt viel, viel mehr Drehmoment als die ganzen anderen Motoren, die da sonst drin sind. Und man kommt gut Bergpassagen hoch und verbrauchstechnisch liegst du bei? 8 bis 9 Liter. 8 bis 9 Liter bei einem Wohnwagen wie das Ding. Und Topspeed haben wir von 100? 150. 150 Klamotten, 8, 9 Liter und viel Drehmoment. An sich meiner Meinung nach der beste Motor, den ein T3 überhaupt bauen kann. Machst du mal aus kurz? Mhm. Weiteres, was zu erwähnen ist, dass bei so einem Motor, der Motor oder die Abgasanlage an sich sehr, sehr, sehr doll dem Wasser ausgesetzt ist. Deswegen gucken wir einmal hier drunter und da haben wir auch ein bisschen Rost. Sonst steht das Ding eigentlich wirklich ganz gut da. Was haben wir hier noch alles? Die Gummis sind neu. Mein Wagen hat ja gerade frisch TÜV bekommen, ist auch komplett ohne Mängel durchgekommen. Das glaube ich. So, und das ist der Grund, warum ich einen T3 so dermaßen geil finde. Du hast ein kompaktes Auto, hast aber trotzdem sehr viel Platz. Es können 4 Personen drin schlafen, wenn es sein muss. Ja. Wenn es sein muss, ist zwar ein bisschen eng. Und ich muss dir sagen, Hasi, der Zustand innen drin ist knacke gut. Ja, danke. T3 fährt das wirklich okay. Was eins, was du merkst, ist, habe ich vorhin gesehen, auch deine Reifen sind auf der Vorderachse, den Innenflanken komplett blank. Die sind abgefahren. Blank, ja. Deswegen hat er auch so wenig Spurtreue, weil die Vorspur stützt sich ja ab in diesem Reifenprofil. Und wenn da kein Reifenprofil ist, dann wäre das ein bisschen indirekt. Also neue Reifen müssen auf jeden Fall vorne drauf. Um noch mal so ein bisschen mehr Sportlichkeit rauszuholen aus dem Koffer hier. Aus dem grünen Frosch. Getriebesitzung ist perfekt. Das Einzige, was mich stört, ist, das Getriebe jault ein bisschen laut. Ja, da ist wahrscheinlich das Hauptlager ein bisschen angeknackst. Ja. Ja. Noch weiter geradeaus. Schon. Aber ist ja egal, sagst du. Das ist echt egal. Ist ja echt egal. Dein Tacho sagt jetzt 195.000, ne? Ja. Boah. So. Ich meine, ich wollte es nur mal so erwähnen. Ich weiß, es ist dir egal.
ich weiß es. Aber 195 also, drauf. Das steht einfach drauf, genau. Ja, das nehmen wir einfach so hin. Eine kreative Zahlenkombination, die sich ständig ändert. Umso mehr man fährt, umso höher wird die Zahl. Da kommt gar nicht Kilometer drauf, ne? So wie das ist. Ja, du grinst. Ja, ja. 19 noch was haben wollen, weißt du? Aber ist egal. Ist egal. Ist einfach egal. Ist was soll ich dazu sagen? Ja, ja. Das ist auch nicht. Hawaii-Kette. Schick. Für Frankreich. Also das in Kombination, ne? Die Hawaii-Kette, Alkoholtest und dann sagt er noch für Frankreich. Ich weiß schon, was hier drin abgelangt ist. Ich weiß genau, was hier drin ist und alles. Und dann willst du ihn verkaufen? Warum willst du ihn verkaufen? Wenn der Preis stimmt und die Person, die den nimmt. Den Preis, den du dran geschrieben hast, der ist ja schon mehr als sportlich, finde ich. Der ist so. 19.850. Von mir kriegst du das nicht. Tja. Das war mir so ein bisschen zu viel. Und dann habe ich auch so eine kleine Umfrage gestartet am Strand. Siehst du den grünen Frosch da oben? Ja. Wie viel würdest du gehen für so ein Ding? So rein aus dem Bauch raus. 2.000 Euro? Die Dame sagt 2.000 Euro. Und ganz ehrlich, in der Position, wie die Dame machen. Da gerade liegt, würde ich der Dame alles glauben. Die Ausstattung? Ja, auch Westfalia mit Herd, Kühlschrank, allem drum und dran. Und funktioniert alles? Alles top. Also, nee, keine Ahnung. Fach ungefähr? 3.000, 4.000 vielleicht noch. Für den Wagen 4.500 nicht mehr, oder? So ein alter Bus. Da kamen Zahlen zustande wie 3.000, 5.000 und ich glaube, der höchste lag bei 10.000. 19 noch was ist viel. Ja, sicher. Bisschen tun. Das ist viel Geld. Was? 19.000? Das Ding ist knacke alt, sieht aus wie ein Frosch auf Koks. Das ist wirklich zu viel Kohle sonst. Gib dir einen Ruck. 17 Mille? 17,5. 17,5? Ja, 17,5 war ganz gut. Ich muss, glaube ich, öfter mal so und das voll. 17,5 gebe ich weiter.